Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Es ist wieder ein Morgen hier bei uns im Isan, bei uns auf dem Grundstück, den ich richtig mag. Also richtig frische Luft, es hat geregnet in der Nacht, angenehm kühl. Und es ist eine Ruhe hier, meine Leute schlafen noch alle. Es ist auch ganz früh, es ist nicht mal 6 Uhr morgens, schätze ich mal. Ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut, aber so, ja, nach dem Stand, was heißt der Stand der Sonne? Ich sehe die Sonne noch gar nicht, müsste jetzt jeden Augenblick aufgehen, aber das ist auch ein bisschen bewölkt und so. Aber es ist noch nicht 6 Uhr, auf jeden Fall. Ja, man hört die Vögel zwitschern, es ist so wirklich ein Morgen wie viele andere hier im Isan, entspannend, richtig, Montagmorgen, eine neue Woche, wir haben einiges vor heute, und zwar erstmal nach Surin fahren, einkaufen für Clip-Up und so am Markt da, was meine Frau so braucht, dann zur Post, ich muss ja meine Lebensbescheinigung abschicken, die ich jetzt endlich gemacht habe, das war gar nicht so einfach. Und zwar, ich meine, für die deutsche Rentenversicherung brauche ich ja noch keine, weil das ist noch immer nicht durch. Aber jetzt das für die rumänische, die wollen da ihre eigenen Vordrucke und so, das ist gar nicht so einfach. Und ich bin da an verschiedene Stellen gegangen, also ins Krankenhaus unter anderem und auch anderen Ämter, also Behörden, die das eigentlich machen könnten. Also es wird akzeptiert, haben die gesagt, aber es war keiner bereit, da mir zu unterschreiben. Und das ist einfach nur, ja, dass die bestätigen müssen, dass ich ja am Leben bin. Eigentlich würde Personalausweis reichen und dass die das checken können. Aber das Problem ist halt, ich müsste es dann auch wahrscheinlich auf Thailändisch übersetzen, weil ich zeige denen, das ist Rumänisch und Deutsch. Es ist ja schon in 2 Sprachen angefertigt. Aber das ist dann, die können da, ist ja auch verständlich, die können da nicht Stempel und Unterschrift einfach hin, wenn die nicht wissen, worum es geht. Also müsste ich das Ganze auf Thailändisch übersetzen, womöglich legalisieren lassen und so. Und das ist der Aufwand einfach zu groß. Und da hat mir aber jemand gesagt, wir haben ja hier in Surin eine deutschsprachige Anwältin, die Frau Beer, kann ich nur empfehlen. Aber ich dachte, die war das letzte Mal, war sie in Bangkok schon und ich habe das so verstanden, dass die da auch bleibt. Und deshalb habe ich gesagt, ja schade, jetzt habe ich auch keine Anwältin mehr. Ich hatte dann damals noch in Bangkok machen lassen, das letzte Mal. Und aber jetzt wäre es dann zu umständlich gewesen nach Bangkok und wieder zurück und so, bloß wegen einer Lebensbescheinigung. Aber Gott sei Dank ist sie inzwischen wieder hier und da bin ich gleich hin und das hat wunderbar geklappt. Das wird auch so akzeptiert, weil die Frau Beer ist nicht nur Anwältin, sie ist auch Notarin, also das ist dann auch notariell beglaubigt und so und mit Adresse und Telefonnummer und so, also das hat dann alles seine Ordnung, das klappt wunderbar. Also bis jetzt hat es immer geklappt, wurde immer akzeptiert. So, und dann mit der deutschen Rente, wie gesagt, das dauert etwas länger, hat die auch gesagt, die Anwältin, also in der Regel kann es bis zu 8 Monate auch dauern und so, wahrscheinlich haben die viel zu tun. Ist ja auch egal, Leute, mir war es nur wichtig, dass das alles in Ordnung ist und ich habe ja da angerufen und so viel haben mir ja die gesagt, also der Antrag ist eingegangen. Also das heißt, der wird jetzt bearbeitet und ja, wie lange es dauert, ist eigentlich egal. Meine Befürchtung war ja nur, dass die den Brief geschickt haben, Briefe normal und die kommen hier nicht an und das wollte ich irgendwie vermeiden. Aber so wie es aussieht, nee, und ich hoffe sehr, dass die mir zumindest Bescheid geben, ein E-Mail schicken, wenn das durch ist und so, und dann der Rest ist, ja, oder wenn da noch was braucht oder so, aber ich habe jetzt da angerufen, ein paar E-Mails geschickt, keine Antwort bekommen, das ist so mit den Ämtern hier, auch mit der rumänischen Botschaft, bevor ich jetzt das mit dem Anwalt erledigt habe, mit der Lebensbescheinigung, habe ich bei der rumänischen Botschaft angerufen, habe denen gesagt, hey, ich möchte eine Lebensbescheinigung, die können ja das eigentlich auch ausstellen, der sagt, ja, da müssen Sie aber ein E-Mail schicken und dass das dann gelesen wird und dann kriegen Sie auch eine Antwort. Ja, eine Woche ist vorbei, ich habe natürlich keine Antwort bekommen, also das ist alles ein bisschen
Ich sage euch Leute, das Beste ist bei sowas einen Anwalt und da ist man auf der sicheren Seite und hat keine Kopfschmerzen. Also ich würde es nur jedem empfehlen. Es sieht leicht auch aus mit diesem Rentenantrag und so habe ich ja gemacht. Im Endeffekt habe ich ihn auch losgeschickt, war alles okay jetzt mit der deutschen Rente und trotzdem dann warten hin und her. Ich glaube immer noch, wenn da ein Anwalt anruft und da wird, kriegt er auch eine Antwort und nicht so wie bei uns, wird irgendwie abgefertigt über Telefon und E-Mails werden nicht beantwortet und so. Ich weiß nicht, die haben vielleicht auch viel zu tun. Aber wie gesagt, wenn der Antrag reingegangen ist, mehr wollte ich eigentlich nicht wissen. Ja. So, also soweit alles okay. Und wie gesagt, ein richtig schönes Plätzchen hier, so gute Luft. Also, das ist einfach zum Entspannen wunderbar. Das ist mein absoluter Lieblingsplatz. Ich habe ja mehrere, aber hier einfach, ja, ich sehe gerade, meine Frau ist aufgestanden, noch verschlafen. Wenn ich sie jetzt zeige, dann kriege ich Ärger, deshalb lasse ich es lieber. Ja, ist verständlich, ist okay, Leute. Selbst unsere Mimi schläft noch. Ja, und ansonsten, was gibt's Neues? Der Kang mit seinem Job sehr zufrieden. Ich kann das irgendwie auch verstehen, Leute. Also das ist ja so ähnlich wie Taxifahren bei ihm. Das heißt, er kann sich die Arbeitszeiten aussuchen, richtet sich nach dem Geschäft, wann was los ist mit seinem Essen ausliefern. Und die werden ja nach Umsatz bezahlt, also wie viel Fahrten, so viel, ja, und... Der hat zum Beispiel gestern, hat er sehr gut verdient, er hat fast 1000 Watt gemacht und das ist sehr viel. Und je mehr die fahren, die kriegen dann einen Bonus für Sprit von der Firma, in diesem Fall diese Grab oder Grab oder, ja, ihr kennt es ja, die sind überall in Thailand unterwegs. Es gibt noch andere, es gibt diese Lineman und Panda, aber ich glaube Grab ist die größte. Jedenfalls. Und die kriegen dann diesen Bonus für Sprit noch und wie gesagt, das Motorrad muss er selber haben und Trinkgelder gibt es auch, je nachdem, überhaupt wenn die dann bis in die Nacht rein manchmal arbeiten. Also es ist halt, er ist halt verheiratet, Familie mit zwei Kindern und deshalb, bei mir war es ja anders mit meiner Taxifahrerei damals. Ich war nicht verheiratet und ich habe auch sonst nichts zu tun gehabt. Ich habe dann meistens auch übers Wochenende gearbeitet, habe ich auch schon erzählt. Und ja, Arbeit war dann Arbeit, Urlaub, Urlaub. Ich habe dann immer den ganzen Urlaub genommen und bin. Also den Job von Kang, gut, das ist ein bisschen gefährlich, aber Straßenverkehr ist immer gefährlich, Leute. Was soll man da sagen? Das ist, die fahren halt ein bisschen, sind auch abgelenkt mit diesem GPS da am Handy und das haben sie dann am Motorrad befestigt. Ich sehe auch bei den anderen, die fahren, die schauen dann immer auf das, ja, auf das Display vom Handy. Entschuldigung, ja, der Kang ist auch wach. Wir müssen heute noch in die Reismühle, um Reis für die Hunde zu holen. Der ist, habe ich gestern schon gesehen, ist keiner mehr da. Und auch noch verschiedene Sachen, Hähnchen und so kaufen, was man da dann in den Reis reinmischt, ins Hundefutter. Wir kochen immer noch, wie gesagt, jeden Tag. Für, good morning, Kang. How are you today? Good morning. Ja. Ja, der kommt, der soll jetzt Hähnchen oder auch dieses Schweineblut oder Hähnchenblut kriegt man so gestockt und das mischen wir auch in Reis manchmal ein. Halten wir hier im Kühlschrank, aber das ist auch alle. Das heißt, wenn wir heute einkaufen gehen und nachher zurückkommen, muss ich heute selber mal ausnahmsweise für die Hunde den Reis und das Ganze kochen. Ja, aber wie gesagt, die Hunde sind schon wichtig hier und es soll ihnen eigentlich an nichts fehlen. Das ist, man sieht manchmal hier auch in Thailand auf die Straßen und der mager und nee, also das Mindeste, was man tun kann, jeden Tag füttern, mindestens einmal am Tag. Und immer wieder den Tierarzt holen, um die entsprechenden Impfungen auch zu geben. Ja, und dann ansonsten, sie sind, wie gesagt, die sind frei hier. Die können laufen in den Reisfeldern. Die, ja, man sieht es ja, die kämpfen dann auch manchmal, wenn irgendwo, wenn Paarungszeit ist, wenn irgendwo dann eine läufige Hündin ist, dann unser
Na, wie heißt der jetzt? Die ist ganz zerbissen an einem Ohr. Die kämpfen halt, wie gesagt, der Mumu, ja. Und die Rüden halt, nicht? Und die anderen, das ist halt so, was soll man da machen? So kastrieren lassen und so, ich weiß nicht. Ich habe gesagt, ich lasse der Natur ihren Lauf. Und klar, es ist auch gefährlich. Es wird, vor Jahren hat da jemand diese Giftködern gestreut. Da sind sehr, sehr viele Hunde gestorben an denen. Ich habe damals Welpen gehabt, die eigentlich schon versprochen waren, also größere Welpen, sind auch einige, ja, gestorben, war kein schöner Anblick, aber ich sage ja, die Thais, die mögen Hunde, die lieben ihre Hunde, aber es gibt natürlich auch die anderen, die Hundehasser, und die machen dann sowas und ja, das ist für überall, Leute, ich habe schon gesagt, es gibt die guten Menschen und es gibt eben die anderen, das ist... ja, fast überall so. Okay, aber ja, das ist wirklich ein schöner Morgen hier, eine richtig frische Luft. Es hat geregnet in der Nacht, habe ich schon gesagt, nicht mehr so viel wie vor zwei Nächten. Aber es regnet immer wieder mal, dann kommt auch die Sonne raus. Und also in den Reisfeldern sieht's jetzt gut aus. Die sind geflutet und wahrscheinlich kommt da noch Wasser, immer mehr Wasser dazu. Und im Teich, das Level steigt halt langsam, aber es steigt. Und ja, ob der Teich voll wird, ich glaube eher nicht. Es sei denn, es kommt nochmal ein richtiges Gewitter. Aber wie gesagt, ich lasse jetzt mal die Regenzeit vorbei sein. Und dann werde ich wahrscheinlich noch mit der Pumpe ein bisschen nachhelfen. Und nachher nimmt man ja immer wieder Wasser auch zum Gießen in der Trockenzeit aus dem Teich. Also das Level wird dann wieder runtergehen, so oder so. Aber im Moment ist einfach zu wenig Wasser im Teich und das sieht halt nicht so schön aus. Ja, und mit der Straße da, wie gesagt, wir haben jetzt angefangen, das erste Parallelsträßchen da auch so wie unseres zu machen, weil da ist sind keine Bäume und so, da können die arbeiten. Und vermutlich, wenn das dann fertig ist, wird jetzt erstmal die Hauptstraße bis ans Ende gemacht und unser Sträßchen ist auch im Plan. Noch dieses Jahr, ja, das habe ich schon öfters gehört und auch öfters erzählt. Und, aber ich glaube, jetzt ist es soweit, weil die warten immer bis so ein bisschen Ende des Jahres. Und da müssen die Mittel, die sie bekommen haben, vom Government müssen die raushauen. Und dann machen die halt die Straßen, je nachdem, immer so stückchenweise. Aber ich bin da zuversichtlich, dass unser Sträßchen hier auch gemacht wird. Manche sagen, warum ich nicht irgendwelchen Schotter oder so auf die Straße. Leute, ich habe die Straße schon, also dieses Sträßchen, zwei oder dreimal gemacht. Richtig schön. Und gerade und so, man hätte es nur so lassen sollen, dass das Gras ein bisschen wächst und das wäre gemacht gewesen. Da kommen die Nachbarn mit den Traktoren und LKWs und so, sind da reingefahren. In der Regenzeit wieder alles kaputt gemacht, sind stecken geblieben, andere schweres Gerät geholt und daraus habe ich gesagt, nee, ich mache da gar nichts mehr und ich warte, bis das Government kommt. Das ist ja so mit diesem Sträßchen, wir müssen, das war eigentlich unser Grundstück, das heißt die Hälfte, die Straße wird 4 Meter breit und wir haben jeder, also ich und mein Nachbar, dem die Reisfelder an der anderen Seite gehören, haben 2 Meter von unserem Grundstück abgegeben, dass die Straße machen, nicht? Und wenn ich gewusst hätte, dass die das so lassen, so lange Zeit, hätte ich gar nichts gemacht und hätte gesagt, okay, ich mache mir meine private Straße bis hierher zu meinem, bis hier zu meinem Haus. Und hätte die Straße, hätte nochmal einen Meter dazugegeben, 3 Meter hätten mir gereicht für meine private Straße. Und dann hätte ich mir meine Straße so gemacht, wie ich es mit Schotter, mit was weiß ich, hätte auch Beton. Egal, aber sag, nee, denn die Leute, die haben ja auch noch Grundstücke hier, die müssen ja dann auch auf ihr Grundstück. Und wenn wir jetzt dazu gemacht hätten, das wäre auch nicht okay gewesen, weil die Leute, die da hinten ihre Grundstücke haben, die hätten da nicht mehr hinfahren können. Und deshalb haben ja die vom Government, hey, mach da die Straße und so, habe ich gesagt, gut, machen wir, denn die machen ja das dann. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass es so lange dauert, aber jetzt... Wie gesagt, gemacht wird es, da bin ich ziemlich sicher, ist nur die Frage wann. Aber jetzt noch mit Schotter hin und dies und jenes und dann kommen die, wenn die Straße gemacht wird, da wird ja wieder mal 1,5 Meter mindestens abgetragen, damit die den Beton und das ganze
Und dann kommt das alles ins Reißwerk geschoben und dann ist auch nicht gut. Und nee, also ich komme durch mit meinem Pickup und das andere auch mit dem Salen komme ich gut durch. Mit der Limousine keine Chance. Aber ja, und das, wie gesagt, die Regenzeit ist jetzt sehr bald vorbei. Und dann schauen wir mal. Wahrscheinlich wird es dieses Jahr gemacht. Ich denke mal. Ich hoffe es zumindest. Ne? Okay, Leute, und dann, ja, Kaffee haben wir ja auch hier. Ja, mit dem Business von Kang habe ich ja gesagt, das läuft gut bei ihm. Ist aber auch viel Arbeit und ja. Jetzt mit der Pet genauso, die ist auch zufrieden. Das ist der Lärm halt und so, für mich wäre das nichts, aber gut. Die mag das und nimmt das in Kauf, wie auch immer. Ich weiß nicht, die sagen alle, stört sie nicht, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Aber ja, die verdient ihr Geld, hat ihre Ruhe und hat auch ist ihr eigener Chef. Und verkauft so pro Tag jetzt mindestens 30 Getränke und wenn man das jetzt sich ausrechnet, das kommt die auch schon auf einen sehr guten Umsatz, was sie jetzt mit dem Mindestlohn, der ja hier in Thailand ist, egal was sie da arbeiten würde, würde sie weniger verdienen auf jeden Fall und ist ja so, dass ich die Zeit einteilen kann und das passt ja wunderbar für sie. Das heißt, die fährt die Kinder in die Schule und dann geht sie zu ihrem Kaffee, nicht? Und halb vier, so wenn die Kinder aus der Schule kommen, dann holt sie ab oder wir holen sie ab. Und wenn die dann noch ein bisschen weitermachen will, dann geht sie mit den Kindern ins Kaffee, die spielen dann noch ein bisschen oder sie kommt auch direkt nach Hause und macht den Laden einfach zu. Ja, also das klappt soweit auch. Und jetzt mit dem Markt, mit meiner Frau. Das geht auch einigermaßen, es ist noch mehr Potenzial drin, aber es läuft und man kann da auch noch andere Sachen verkaufen, wenn man möchte. Und das ist schon was los, also von der Kundschaft und so. Das ist abends, man hat es ja gesehen, da kommen die Leute zu feiern und ich habe schon öfter gesagt, Kripap zu verkaufen, gut, die verkaufen sich gut, aber an so einem Platz sollte man eigentlich kleine Snacks oder Bratwürste oder sonst was verkaufen, weil die Leute kommen ja hin zu feiern, Leute. Dann trinken die Bier und wenn, wer will schon Kripap essen, sage ich jetzt mal, wenn man Bier getrunken hat, dann braucht man schon was anderes. Was. Aber gut, sie laufen trotzdem erstaunlich gut, weil die Frauen sind meistens, die was Süßes möchten und so. Aber ich bin überzeugt, dass man da auch andere Sachen verkaufen könnte, was weiß ich, wie es in Deutschland diese Hotdogs oder Rote oder irgendwas, so gibt es auch hier diese Würstchen. Unser Nachbar hat ja welche, aber das sind ganz andere Art. Also da konnte man einiges. Oder ein Kebab zum Beispiel. Oder ja, ein Kebab, das wäre auch die Idee. Aber das müsste dann schon, wie gesagt, ich fange damit sowas nicht mehr an, weil ich bräuchte dann erstmal eine Arbeitserlaubnis und dies und jenes. Und nee, ich habe keinen Bock auf sowas. Ich werde jetzt mal ruhiger angehen und mehr Urlaub machen. Warte noch, dass die Rente kommt und dann, ja. Aber ein bisschen was immer dabei sein und so ist ja auch gut, weil es wird nie langweilig. Aber was mich da auch stört, ist ja der Krach. Übers Wochenende sowieso, da kommen diese Bands da und das haut einem die Ohren weg. Während der Woche ist ja nicht so laut, das geht eigentlich, aber ja. Und das ist der Trubel ist mir zu... Nee, ist einfach zu viel los, sage ich jetzt mal. An den Märkten, also da beim Sportgelände, das ist dann eher ruhig und entspannt und dann, ja, da gehe ich immer noch sehr gerne hin. Aber hier, wie gesagt, ist jetzt mal sehen, ich kann meine Frau dann eventuell hinfahren und zurück. Wenn der Kang Feierabend macht, kann sie der Kang dann nach Hause bringen oder sie fährt einfach mit dem Motorrad. Ja, da werden wir schon eine Lösung finden, aber es wäre ja Blödsinn, dass ich jetzt da sie hinfahre. Ich habe da eh nichts zu tun und jeden Tag nicht. Und dann mit ihr da bleibe, 5-6 Stunden, nee, wozu? Das ist dann doch, nee, das ist langweilig. Und wie gesagt, der Lärm stört ja auch. Okay, Leute, aber, ja, ich glaube, ich habe genug gequatscht an diesem Morgen. Ein Schluck Wasser zum Kaffee. Ja, und dann werden wir nach Surin fahren, wie gesagt.
Es ist immer was zu tun, es ist nie langweilig. Und ich habe jetzt ein paar Fässer entdeckt. Da bei der Tankstelle, wenn man von uns aus Richtung Suin fährt, auf der linken Seite. Und die möchte ich mir mal genauer anschauen, wegen diesem Floßbau, nicht? Das sind jetzt Plastikfässer. Ich habe gesehen, im Baumarkt kosten die 1700 Euro. Euro, Watt natürlich, Gottes Willen. Also 1700 Watt, und das ist mir dann doch zu viel, denn ich brauche, was weiß ich, 6, 8 oder sogar 10 Fässer. Und nee, das ist mir einfach zu teuer. Aber ich habe gesehen, die hier, die sind bei 600 die Metallfässer und 700 die Plastikfässer. Ist genau dasselbe, nur die sind, war schon mal was drin, also die sind nicht nagelneu. Und die haben aber, die Plastikfässer haben so einen Rand irgendwie. Und das muss ich jetzt mit meinem Chang besprechen, ob die da noch geeignet sind. Denn wenn man die unter das Floß, also die sollen ja das Floß halten, und die Last dann an diesen Ränder drückt und nicht schön verteilt ist, dann kann es sein, dass die brechen. Da muss man da irgendwie was machen. Und das muss ich halt mit meinem Chang besprechen. Aber das ist so mein nächster Plan, einfach so dieses Floß zu bauen. Wie groß und weiß ich jetzt noch nicht, und womöglich. Also das Floß und dann so ein kleineres, ja, Häuschen ist zu viel gesagt, aber schon so für Schatten und Regenschutz und so, also da ein Dach auf jeden Fall aufstellen und ein bisschen das schön machen. Ich habe da so meine Ideen. Und ja, das wär so der nächste Plan, was ich da noch machen möchte. Okay, Leute, das war's dann wieder mal für heute. Ja, euch noch einen schönen Tag und guten Start in die Woche. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand, und tschüss.